Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns ein Video an, welche Glitches in der Version 1.2.0, die gestern erschienen ist, denn überhaupt noch funktionieren und welche nicht mehr. Vorweg, lasst dem Video doch gerne einen Daumen da und schreibt mir in die Kommentare, ob das denn jetzt wirklich Glitches sind oder nicht. Aber da sie nicht gefixt wurden, nennen wir es wohl einfach Features. Zuallererst schauen wir uns den genialen, aber viel zu broken Flutterhaar-Glitch an. Ich erkläre euch in diesem Video jetzt natürlich nicht mehr genau, wie das funktioniert. Schaut dazu doch gerne das Video an, ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Nur um es kurz zusammenzufassen. Es muss Tag sein, ihr braucht ein Sandwich mit Geist, Begegnungskraft am besten Level 3 und geht dann in Zone 0. Dort ist es relativ egal, wo ihr seid. Also in der Höhle auf jeden Fall, bei der Station 4, aber ich habe mich wieder an die Klippe gestellt dort unten, wo keine Pokémon abhauen können. Jetzt drücken wir immer wieder nach und nach ZL und wir sehen dadurch, dass die Geist-Pokémon Flutterhaar, welche eigentlich gar nicht spawnen dürften, weil ja Tag ist, und genau deswegen despawnen sie auch direkt wieder und naja, ihr seht schon, der Glitch funktioniert noch. Hier haben wir auch schon unser Shiny, welches nicht mehr despawnt. Als nächstes schauen wir uns den Knapfel bzw. Frubel Glitch an. Die beiden Pokémon spawnen an bestimmten Bäumen ja, wo wir sie dann einmal runterrammen und mit unserem Legi oder mit einem Flug-Pokémon mit der Let's Go-Funktion bekämpfen können. Und da spawnen sie dann immer wieder direkt neu und fallen direkt runter. Ihr braucht dafür natürlich ein Begegnungskraft Level 3 Sandwich am besten. Auch dieser Glitch funktioniert noch, ihr könnt also weiterhin Knapfel und Frubel farmen. Der nächste interessante Glitch, der eigentlich ein Feature ist, ist der Lavitar und Kindwurm Glitch in der Höhle. Hierzu brauchen wir einfach nur ein passendes Sandwich, wie zum Beispiel Gestein für Lavitar oder Drache für Kindwurm, und stellen uns an den bestimmten Spot in dieser Höhle und schon fallen die Pokémon nach und nach aus der Wand und ja, auch dieser funktioniert noch. Danke Pokémon Company für das tolle Feature. Jetzt kommen wir zum Item-Klon-Glitch. Dieser hat bei meinem kurzen Test jetzt gerade nicht so gut funktioniert, aber grundsätzlich funktioniert er noch. Ich kann natürlich in der Zeit einfach nur Pech gehabt haben. Ich habe das auch keine halbe Stunde getestet oder so, aber Fakt ist, es klappt auf jeden Fall noch. Dazu müsst ihr einfach in der Wüste oder egal an welcher Stelle über einem Funkeln, also einem Item, das Picknick so aufschlagen, dass der Korb draufsteht, und schon könnt ihr die Items aus dem Korb sammeln, zusammen mit den Eiern. Macht also am besten ein Level 2 Eis-Sandwich, habt ein Ditto und ein oder mehrere Pokémon eurer Wahl im Korb und schon kann es losgehen mit dem Item klonen und Geld machen. An dieser Stelle sei nochmal kurz erwähnt, dass Sternstück die beste Wahl ist. Der letzte Glitch, den wir uns zwar hier jetzt in dem Video nicht anschauen können, da ich keinen Spielstand mehr mit einem geklonten Pokémon besitze, aber ich kann es euch versichern, denn andere haben es getestet, dass auch das Item-Klonen mit diesem Glitch, der bekannt war, nicht mehr funktioniert. In 1.1.0 wurde ja schon gefixt, dass man das Raichu überhaupt klonen kann, und jetzt wurde auch noch der Rest gefixt. Ihr könnt also in 1.2.0 mit einem geklonten Reittier keine Items mehr klonen und, soweit ich das richtig herausgelesen habe, auch das Reittier nicht mehr loswerden, da es nicht mehr ineinander kopiert wird. Werdet also am allerbesten die Klone in 1.1.0 noch los, bevor ihr updatet, und oder klont einfach alles noch in 1.0 oder in 1.1.0, sofern das noch für euch möglich ist. Das waren soweit alle Glitches, die mir eigentlich bekannt waren. Nur eins davon wurde aktiv gefixt, alles andere funktioniert noch. Da können wir froh sein. Also, wenn ihr das Zeitvorstellen und damit Raids und Outbreaks verändern als Glitch anseht, dann kann ich euch auf jeden Fall versichern, dass auch das noch einwandfrei funktioniert. Bedankt euch bitte jetzt alle nochmal ganz herzlich bei der Pokémon Company in den Kommentaren hier, dass sie uns diese tollen Features zur Verfügung stellen und auch nicht fixen. Das Update hat in meinen Augen jetzt auch nicht wirklich die Performance-Probleme behoben. Mir sind auch keine verringerten Spawns aufgefallen und schon gar nicht an Orten, die problematisch waren. Die Raids sind teilweise auch immer noch verbuggt, also naja, guter Patch auf jeden Fall, I guess. Das war es jedenfalls mit diesem kleinen Update. Wenn ihr noch keinen Daumen da gelassen habt, wie ich euch am Anfang gesagt habe, wird's Zeit. Vielen Dank fürs Anschauen und vielen Dank auch an die Supporter. Bis zum nächsten Video. Haut rein!